Der dritte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Es wackelt noch kein Trainerstuhl und auch unsere Tipps waren letzte Woche bombensicher. Wie sieht's diese Woche aus, Radek? Man wird sehen, wie es kommt, wenn es kommt. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwetten-Tipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail. Jetzt eintragen auf xbet.tipps. Viel Spaß mit den X-Bet-Tipps von Chris Custodian und Radek Vegas. Ja, und das ist unsere Bilanz nach dem zweiten Spieltag. Sieht es ja doch sehr positiv aus, weil wir in der vergangenen Woche von 4 Picks 3 richtig hatten und einmal Cashback. So kann es weitergehen. Das hoffen wir alle. Und am Freitag geht es los mit dem Spiel Gladbach gegen Leipzig. Die Leipziger mit beiden Partien bisher erfolgreich gewesen, 6 Punkte, Gladbach auch noch nicht verloren, in Mainz nach Rückstand gewonnen, 0-0 daheim gegen Schalke 04 gespielt und ich glaube, es ist jetzt mittlerweile schon 7 Monate her, dass sie das letzte Heimspiel gewonnen haben und das gegen Augsburg. Die Quoten für beide Teams wirklich nicht unattraktiv, gerade für Gladbach-Fans ein Schmankerl, wenn sie denken, da geht was. Wir haben uns leider dazu entschieden, hier keine Wette zu tätigen, denn Leipzig gegen zwei Teams gewonnen, die sie schlagen müssen. Und Gladbach, finde ich, kann man noch nicht so richtig sagen, wo der Hammer hängt. Ja, deswegen hier eine No-Bet im zweiten Spiel des Tages, dann am Samstag, spielt Freiburg gegen Köln. Und die Freiburger, wenn man auf die Tabelle blickt, grüßen hier von Platz 3 mit einem Torverhältnis von 6-1, also beliebig vertauschbar eigentlich, könnten auch Zweiter sein. Ja, gewinnen sie jetzt auch das dritte Spiel gegen die Kölner, die bisher noch keins gewonnen haben. Aber man muss auch sehen, dass die Kölner auch starke Gegner hatten mit den Dortmundern, die sie lange in Schach gehalten haben. Bis zur 70. Minute führten die Kölner sogar. Aber dann hat Dortmund halt ihnen 3 noch eingeschenkt. Alles in allem, wenn man überzeugt ist, dass Freiburg einen Lauf hat, dann ist die Quote von 2,4 Zucker. Andersrum würde ich sagen, die Kölner haben sich zweimal stark präsentiert und können jetzt hier auch bestimmt einen Punkt mitnehmen. Wir waren uns relativ einig, dass das hier ein klassisches Unentschieden ist, aber darauf wetten wir jetzt nicht und von daher, weil die Kölner noch irgendwie nicht so gut einschätzbar sind nach zwei Spielen, lassen wir hier leider auch die Finger davon. Deswegen no bet. Ganz genau. Und dann kommt schon wieder das nächste Spiel, was, ich nehme es mal vorweg, ähnlich laufen wird wie die ersten beiden Partien. Schalke mit dem nächsten Heimspiel. Sie wurden 3-0 abgefertigt gegen den FC Bayern, aber Anzeige ist raus, habe ich gelesen auf unserer Facebook-Seite, dass irgendein Schalke-Fan die Schiedsrichter verklagt wegen 2 nicht gegebenen Handelfmetern. Also Schalke in oder bei Borussia Mönchengladbach unentschieden gespielt, gegen Bayern sich ganz gut verkauft. Hertha, wie du auch gesagt hast, mit dem klassischen Bayern-Fluch, wer gegen Bayern gut spielt, verliert in der Woche drauf. Und die Quoten für beide Mannschaften attraktiv. Wir haben ein bisschen Tendenz zu einem positiven Handicap auf die Hertha gehabt, also sprich plus 0,25 auf Hertha, uns aber am Ende auch entschieden, hier nicht zu wetten, denn ja, ist noch zu früh in der Saison und man weiß noch nicht, was Schalke so vorhat dieses Jahr. Sind sie besser oder schlechter als letztes Jahr? Ich weiß es nicht. Das riecht halt irgendwie auch nach einem Spiel mit Untertoren, aber da ist die Quote auch zu schwach. Deswegen hier die dritte No-Bet in Folge und da kommt am Anfang noch keine richtige Stimmung auf, aber lieber weniger wetten und dafür die wenigen Wetten ins Trockene bringen, wenn es denn klappt. Bayern gegen Mainz ist dann das Heimspiel der Bayern und hier lohnt sich der Blick auf das Asian Handicap, das mir hier leider nicht angezeigt bekommt, denn die Bayern haben für eine ausgeglichene Quote von 2,0 ein Handicap von 2,75. Das heißt, man gewinnt nur die Hälfte seines Einsatzes, wenn die Bayern mit 3 Toren Vorsprung gewinnen. Jetzt hat man an den ersten beiden Spieltagen ja eigentlich klar gesehen, dass bei Bayern jetzt noch nicht alles Gold ist, was glänzt, denn die haben halt gegen Schalke ein Elfmeter-Tor wieder geschossen, ein Freistoßtor von Lewandowski und dann noch ein 3-0 nachgelegt, obwohl Schalke ja in der Zwischenzeit wirklich auch 2-3 Elfer kriegen hätte können müssen und so weiter. Anzeige ist ja raus. Und gegen Hertha ja dieses 2-2 war wirklich auch
nichts Besonderes. Aber Coutinho hat schon ein bisschen gespielt und vielleicht ist er mit Lewandowski zusammen jetzt das neue Power-Duo der Bundesliga und dann brennt für Mainz der Baum. Allerdings sind die Quoten halt einfach uninteressant und daher müssen wir uns hier wieder auf die vierte No-Bet in Folge rausreden. Ja, wenn Mainz nicht so katastrophal in den ersten beiden Spielen gewesen wäre, beziehungsweise von den Ergebnissen nicht erfolgreich, dann muss ich gestehen, dann hätte ich so ein Handicap auf 3 oder 2,5 auf die Mainzer interessant gefunden. Und jetzt, du tippst es da schon ein, kommt die erste Wette, Wolfsburg gegen Paderborn. Die Wölfe mit 2 überzeugenden Siegen, 2-0 letztendlich gegen Köln geführt, erst in der Nachspielzeit das Anschlusstor kassiert. Paderborn mit tollem Offensivfußball gegen Leverkusen, auch ganz gut verkauft gegen Freiburg, zumindest geführt, aber dann 3-1 verloren. Wolfsburg 3 Tore in Berlin geschossen und Stand jetzt muss man gestehen, Paderborn kann nur offensiv. Wolfsburg ist sehr, sehr potent in der Offensive, ganz genau. Weghorst macht ein Tor. Insgesamt hoffen wir auf über 3,5 und die Quote dazu ist echt fair. Und ich glaube, dass Paderborn sowieso erst nach dem 6. oder 7. Spieltag vielleicht mal anfängt, sowas an der Taktik zu ändern. Jetzt spielen die mal ihren Hurra-Fußball und schauen, was passiert. Ja, warum sollten sie ihn ändern? Ich meine, die haben jetzt keine großartigen Erwartungen, eigentlich die Klasse zu halten. Von daher, lasst die doch Spaß haben, Tore schießen, Tore kassieren. Das ist doch eine Bereicherung. Für die Bundesliga hätte ich mir echt auch so nicht unbedingt gedacht bisher. Alles richtig gemacht. Steffen Baumgart natürlich auch mit sehr viel Emotionen beim Mützenwurf. Aber das geht natürlich gar nicht. Du kannst deine Mütze nicht wegwerfen. Also, ich hoffe, dass solche Bilder will der Zuschauer auch nicht sehen. Vielleicht wollte nur in die Geschichtsbücher kommen mit der ersten gelben Karte, die ein Trainer kassiert hat. Mhm. In die Geschichtsbücher wird das Spiel Leverkusen-Hoffenheim vielleicht eingehen als ein Duell zweier holländischer Trainer mit dem Peter Bosch auf der einen Seite und Alfred Schreuder auf der anderen Seite bei Hoffenheim. Bei diesem Spiel, ähnlich wie beim Wolfsburg-Paderborn-Spiel, treffen halt zwei Mannschaften aufeinander, die eigentlich für Offensivfußball stehen. Vor allem die Leverkusener in den ersten zwei Spielen echt stark aufgezockt, 6 Tore geschossen. Hoffenheim hinten schwach, vorne ganz okay, gegen Bremen Glück gehabt, dass sie gewonnen haben. Tendenziell schätze ich Leverkusen wesentlich stärker ein, allerdings ist die Quote auf den Leverkusener Sieg nicht interessant. Aber bei diesen zwei Mannschaften habe ich das Gefühl, fallen einfach viele Tore. Bei einer Quote von 1,9 auf over 3,5 macht man in meinen Augen nicht allzu viel verkehrt. Wenn es dann doch anders ausgeht, dann mein Gott, so kann es immer laufen. Man kann nicht alle Wetten richtig haben, aber bei der Quote kann man das meiner Meinung nach machen. So denken wir hier gar nicht und der Peter Bosch daheim, der wird anrennen. Jetzt kommt tatsächlich meine Lieblingswette für den heutigen Spieltag. Ist mir sofort ins Auge gestochen, auch wenn die Quote nicht ganz so attraktiv sein wird. Union Berlin spielt gegen Dortmund. Der BVB bisher immer in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Union Berlin mit dem ersten Punkt gegen den FC Augsburg keine Chance gehabt gegen Leipzig. Und jetzt das nächste Heimspiel. Meine Vermutung ist, dass Union sich erstmal hinten reinstellen wird und Dortmund tut sich in der ersten Halbzeit schwer und dann in der zweiten Halbzeit wird Berlin mehr Kraft ausgehen. Dortmund macht seine 2-3 Tore. Auf jeden Fall meine Lieblingswette über 1,5 Tore in der zweiten Halbzeit für eine Quote von 1,66. Nicht das allerbeste auf der Welt, aber relativ safe. Wie gesagt, über 1,5 Tore ist egal, ob jetzt Berlin einschießt und Dortmund 1 oder Dortmund 2. Meine Lieblingswette. Vor allem nach den ersten beiden torreichen Spieltagen, 2 Tore in einer Halbzeit sollten absolut drin sein bei diesem Layout eines Aufsteigers, der auch zu Hause schon gegen Leipzig 4 Tore kassiert hat, könnte auch gegen Dortmund kritisch werden, von daher absolut nachvollziehbar die Wette. Genau, vielleicht darf ich noch eins sagen, ursprünglich war mein Plan eigentlich zu sagen, Dortmund schießt über 1,5. Tore in der zweiten Halbzeit. Es gibt bestimmt eine bessere Quote. Die Buchmacher, wo ich gemeldet bin, gab es das nicht zur Auswahl. Deshalb hier die Standardwette. Mhm. Ich gehe auch noch gleich über das nächste Spiel drüber. Das ist meine Bremer gegen die Augsburger. No bet wird es lauten, einfach weil die Quote auf Werder eine Frechheit ist. Bremen, die meisten Torschüsse haben sie bisher abgefeuert, aber
nicht wirklich mit Erfolg, also bisher noch keine Punkte. Augsburg gegen Berlin nur unentschieden gespielt, eine katastrophale erste Halbzeit, das war kein Bundesliga-Niveau von Berlin und Augsburg nicht. Das erste Spiel gegen Dortmund, da waren sie in der ersten Halbzeit zumindest ebenbürtig vom Ergebnis und dann abgeschossen worden. Ich wünsche mir, dass Bremen gewinnt, die Quote ist zu schlecht und ich glaube, wenn man hier Value finden will, dann eher auf Seiten der Augsburger, aber würde mich nicht wundern, wenn es ein klassisches 1:1 hier gibt, trotzdem keine Wette und die Hoffnung auf den SVB. Mhm. Und dann haben wir zum Abschluss noch ein echtes Schmankerl. Bei Frankfurt gegen Düsseldorf haben wir unsere ganzen Erfahrungen der vergangenen Jahre mit einfließen lassen, um hier einen etwas überraschenden Tipp vielleicht aus dem Hut zu zaubern. Denn die Frankfurter spielen ja in der Europa League am Donnerstag und müssen da alles dran setzen, um nicht auszuscheiden nach dem Hinspiel. Haben dann Heimspiel vor 50.000 Fans, werden sich total verausgaben. Und dann spielen sie gegen die undankbaren Düsseldorfer, die wir in der Vergangenheit ja immer wieder unterschätzt haben. Aber in diesem Fall tun wir das nicht, denn nach Euroleague-Spielen sind die Frankfurter in der Bundesliga in der Vergangenheit oft nicht unter die Räder gekommen, aber haben zumindest es nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Nürnberg letzte Saison. Da haben sie das Hinspiel ja irgendwie 7-1, glaube ich, oder 7-0 gewonnen. Und im Rückspiel waren sie lange 1-0 hinten bis zur 93. Minute, als Aller dann das 1-1 geschossen hat. Aller nicht mehr da, Jovic nicht mehr da und die anderen, ja, haben bisher auch noch nichts Großartiges gezeigt. Rebic kein Bock mehr. Ist doch eigentlich wie gemacht für Trainerfuchs Friedhelm Funkel, dass der hier bei einer Quote von 1,96 auf Asian Handicap 0,75 seine Düsseldorfer zumindest zu einem Unentschieden führt. Und wenn die Düsseldorfer mit einem Tor Unterschied verlieren sollten, dann gibt es immerhin die Hälfte des Einsatzes noch zurück. Aber vielleicht schaffen die Düsseldorfer auch hier in Frankfurt einen Sieg vielleicht sogar. Das wäre dann natürlich eine weitere kleinere Überraschung im Vergleich zu den Überraschungen, die sie in der vergangenen Saison schon gezeigt haben. Aber man sieht hier, sie haben immerhin in Bremen gewonnen. Das hätten auch wenige für möglich gehalten. Und sie haben gegen Leverkusen einigermaßen gut ausgesehen gegen diese Power-Offensive der Leverkusen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Düsseldorfer machen das hier mit Asian Handicap plus 0,75 bei einer Quote von 1,99. Das heißt ja, wie gesagt, sie dürfen auch mit einem Tor verlieren, dann gibt es immerhin die Hälfte des Einsatzes zurück. Das sind unsere vier Wetten. Ich sehe, dass wir wieder vier Wetten gespielt haben. Wir freuen uns auf Kommentare, aber nur Lob bitte. Gerne konstruktives Feedback, unbedingt eure Tipps. Und dann ist jetzt auch schon wieder der dritte Spieltag vorbei und hoffentlich wird es ein geiles Wochenende. Ja, viel Spaß dabei, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal.